Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal und zwar heute mal mit etwas anderem. Ein Angezockt, ein Let's Test, ein ich habe keine Ahnung, was es werden wird. Wir könnt ja dann mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob wir da eine Let's Play-Reihe draus machen wollen oder was wir damit anfangen mit dem Spiel. Das Problem ist an der Sache, ich habe es bei Steam gesehen und weil ich ja ein Befürworter oder ein Freund von dem 505 Games bin, von dem Publisher, habe ich gesehen, dieses Spiel gab es momentan im Sonderangebot für 75% oder so. Jedenfalls hat es nur 1,98 gekostet mit ein paar DLCs dabei. Und dann habe ich gedacht, so, hier kannst du nicht viel falsch machen, holst das einfach mal. Und dann habe ich gesehen, es ist gar nicht mal so schlecht. Könnte man mal eine Aufnahme davon machen? Das ist, was mir an dem Spiel sehr gut gefällt, das ist das, dass man es zu zweit spielen kann über einen PC, also man kann hier einfach ne, einmal Spielerherausforderungen mit angemeldeten Freunden. Dann gibt es hier so verschiedene Sachen, halt, ne, Überlebenshandbuch und so weiter und so fort. Erfolge und so was alles. So, und dann gibt es das lokale Spiel. Das lokale Spiel hat hier die vier Modi. Also einmal irgendwie tagsüber Ressourcen sammeln, nachts Barrikaden bauen und Henry und seine Kollegen nachts zu schützen. Dann, wer stirbt, verliert. Die Insel nach zufällig generierten Ressourcen und Fahrzeugen durchsuchen praktisch. Und wenn man da irgendwie was falsch macht, dann ist man direkt tot. Also, ne, wie viele Tage kann man überleben? Herausforderungen ist halt alles, was man übers Überleben in diesem Spiel kennt, niederschreiben. Und den Story-Modus, um überhaupt das Überleben erstmal in diesem Spiel zu lernen. So, und zwar, jetzt kommt das Schöne an der Sache, wenn ich jetzt hier doppelter Spaß eingebe, könnte ich jetzt einen Controller anschließen, könnte mit jemandem zusammen über denselben PC dieses Spiel spielen. Das heißt, der eine mit dem Controller, der andere mit Tastatur und Maus, aber wir sind ja nur ein Spieler. So, und dann gibt es hier die Charakterauswahl. Hier ist das Story und welches Level, das ist jetzt hier gerade verdeckt, da ist die Maus drüber, da steht da, wie viel Prozent man in der Story schon geschafft hat und welches Level der aktuelle Survivor hat. So, dann gibt es ja, die Survivor hier, die verschiedenen. Mit denen hatte ich schon mal ein bisschen gespielt, deswegen ist er auch ein bisschen höher. Und alternative Kostüme, also meistens nur dieses Fire Department. Ich werde mich aber jetzt für Ninja entscheiden und gehe mal auf Übernehmen und mache eine neue Story, weil ich hatte das ja nur mal angezockt, um mich nicht zu sehr da ins Blinde zu stürzen. Und wir machen mal Übernehmen und auf geht's. Ach so, stopp, ich muss noch den Schwierigkeitsgrad auswählen. Okay, wir haben Normal, wir haben Iron Man und naja, das würde ich nicht so gerne machen. Ich nehme erstmal Normal. Das klang nicht gut. Ort unbekannt. Ungefähre Zeit 13 Uhr. Ein Überlebender. Normaler Gesundheitsstatus. Und da sind wir auch schon gestrandet auf der Insel. Und man sieht ja, es ist anscheinend nicht so schön, weil da liegen schon leicht viele zerfetzte Körperteile rum. Und ein Typ, der liegt da auch. Da gehen wir mal hin. Mit F. Hey du. Bitte. Ich brauche Hilfe. Ich wurde angegriffen, bin erschöpft. Auf diesem Gas, auf dieser gottverdammten Insel sind überall Monster. Ein paar sind mir gefolgt und haben mich. Das konnte ich nicht mehr lesen. Ich konnte einige von ihnen töten, aber die Bastarde haben mich gebissen. Hör zu, ich weiß, dass es hier Heilpflanzen gibt. Bring mir eine, das soll die Schmerzen lindern. Bitte beeil dich, ich blute stark. Ja, okay, er blutet stark. Finde eine Heilpflanze und bring sie zu Andrew. So, ja, okay, dann halt mit WASD, auf geht's. Tabulator, können wir die Karte öffnen. Und da werden mir auch gleich die an also angezeigt, wo die Heilpflanzen sich befinden.
Hier haben wir doch schon eine. Hier, du Gestrandeter. Danke, die Pflanze schmeckt beschissen. Sind aber ein gutes Schmerzmittel. Hoffen wir nur, dass du sie nicht auch mal brauchst. Ja, ich hoffe es auch nicht. So, Glückwunsch, Mission abgeschlossen, 100 EP kassiert. So, was machen wir denn jetzt? Ich meine, ich weiß schon, wie es weitergeht, aber ich habe es noch nicht so weit gespielt. Hey, ich bin Andrew. Ja, das haben wir jetzt schon mitgekriegt. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin. Aber dieser Ort ist ein Albtraum, ein lebendiger Albtraum. Naja, mal gucken. Achso, es geht ja schon weiter. Ich gehöre zu einer kleinen Gruppe Überlebender. Seit einer Woche versuchen wir vergeblich von dieser Insel zu fliehen. Ich konnte den Rest schon wieder nicht lesen. Viele von uns sind gestorben. Die verdammten Monster haben sie verschlungen. Außer meinem Freund Roman ist mir niemand geblieben. Die anderen sind entweder tot oder untot. Was? Ramon? Ach nee, Ramon soll es heißen. Ist verletzt und kann sich kaum bewegen. Boah, Alter, noch schneller geht's auch nicht, ja? Bitte finde ihn. Sag ihm, dass ich verletzt bin und hier festsitze. Du findest ihn auf dem Strand im Osten. Auf einem Strand im Osten. Und bitte sei vorsichtig, sehr vorsichtig. Die ganze Insel ist voll von diesen verdammten Monstern. Hier, nimm diesen Stock. Den brauchst du, wenn du überleben willst. Den Stock. Wir brauchen einen Stock, um zu überleben. Das ist schon mal eine ganz besondere Herausforderung. Einen Stock. Damit retten wir die Welt. Nein, ist aber wirklich so, man braucht diesen Stock. Weil wir müssen wirklich damit mal die Welt retten gehen. Oh, schlage die Holztür ein, um sie aufzubrechen. Was ist drin? Ein Medipack. Das ist aber schön. So. Mit dem habe ich gesprochen. Da hinten müssen wir jetzt hin. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird schweinig. Und blutig, vor allen Dingen. Oh, hier fliegt schon wieder irgendwo ein Papagei umher. Papagei und Mamagei. Da ist so ein Survival-Handbuch. Mal gucken, was uns das jetzt verrät. Sehr schön. Über die Stelle kann ich immer wieder lachen. So, jedenfalls, wo mussten wir denn jetzt hin? Achso, genau, wir mussten da hoch. Den ihr da kennengelernt habt, das ist Kovac. Das ist der Survival-Typ Nummer 1. Und Batz, Kopf ab. Ja, ist jedenfalls der Survival-Typ Nummer 1 auf dieser Insel. Oh, Special Move, Batz. Das Spiel ist sehr aggressiv. Ich glaube auch erst ab 18 bin ich der Meinung, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber ich weiß nicht, ob es noch Early Access ist oder nicht. Ich habe gedacht, scheißegal, nimm es trotzdem auf. Was haben wir hier? Medizinischer, was? Breiumschlag. Okay. Damit können wir uns dann heilen. Hier müsste eine Heilpflanze sein. Genau, die ist wichtig. Müssen wir mitnehmen? Oh, da ist schon wieder das nächste Lexikon, aber da sind noch ein paar Zombies. Die müssen wir mal kurz verprügeln. Und da sieht man lauter Grabsteine. Das sind, glaube ich, Grabsteine, wo Spieler gestorben sind oder sowas in der Art. Ja, okay, das ist jetzt die Erklärung für einen Controller, den wir natürlich jetzt nicht benutzen. Ich benutze dafür Maus und Tastatur.
Ja, ist eine ganz schön blutige Geschichte, dieses Spiel. So, ja, okay, haben wir das jetzt auch mitgekriegt. Also wir sollen im Nahkampf entweder einmal anhitten und dann einen Special Move machen. Oder, na Gott sei Dank, ach schade, man hat es doch gesehen. Oder man soll halt direkt aufladen und batzen. So, richtig. Zombies vermöbeln halt, ne? Oh, der hat mich angehittet. Du Sau. So. Gucken wir auf die Karte. Da hinten müssen wir hin. Was ist das? Eine außergewöhnliche weiße Pflanze. Die nehme ich mal mit. Oh, wir werden verfolgt. Jetzt nicht mehr. So, das sind auch nochmal zwei. Ah, komm. Batz, weg ist er. Also das Spiel ist schon echt lustig, so prügelknabenmäßig. Und Butz gibt es hier auch nochmal ein und da. Aua, jeden Mensch. Lass mich da in Ruhe, ich habe dir gar nichts getan. So. Ah, da ist ein Busch im Weg. Diese Moves, die die machen, das ist voll aggressiv, aber richtig cool gemacht. So. Boah. Boah, okay. Weiter geht's. Wir müssen hier runter. Was ist das? Ach ja, genau, was ich vergessen hatte zu erwähnen. Man kann in diesem Spiel... Oh, das war ein Double-Kill-Headshot. Man kann in diesem Spiel natürlich auch Sachen craften, indem man hier E gedrückt hält und dann hier so verschiedene Sachen miteinander kombinieren kann. Wir haben das nächste Survival-Handbuch. Was ist das? Ein Feuerstein. Okay, nehme ich mit. Und weiter geht's mit den lustigen Survival-Sachen. Okay, also die Karikaturen, die die dazwischen reingemacht haben, die sind alleine schon so göttlich, ne? Ich find's echt lustig, das ist so krass. Dieser Schwachsinn. Ach, da ist ja noch jemand. Putz. Na komm, fall da um. Und dich, One-Hit-Wonder. So, weiter geht's. Wir müssen immer noch zu diesem Heinzelmännchen da unten. Und den quatschen wir jetzt gleich mal an. Hey, wer bist du? Wo ist Andrew? Du hast Andrew gesehen? Wo ist er? Scheiße. Das sind schreckliche Neuigkeiten. Wenn sie ein Gewissen haben, ist alles aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird er so ein Monster. Ich wurde auch gebissen, deshalb habe ich... Was, deshalb hat er sich ein Bein amputiert, weil er gebissen wurde? Mein eigenes Bein? Ja, wen seien es denn sonst? Ich hatte keine Wahl, ich will hier lebendig weg. Und du, hast du irgendwelche Bisswunden abbekommen? Nein. Achso, nein, Fragezeichen. Und du bist ganz alleine mit diesem Stock hierher. Ach, Leute. Also, wenn Andrew gebissen wurde, bin ich am Arsch. Du musst mir helfen, aber ich kann dir auch helfen. Ich weiß, wie man überlebt. Wir können zusammenarbeiten, du und ich. Hier, nimm das. Vor dir liegt eine... Boah. Eine Wagenladung, Scheiße. Wie kommt man auf solche Texte? Wenn du am Leben bleiben willst, musst du das Ding benutzen. Komprende, töte oder getötet werden. Eine Wagenladung, Scheiße, hä? Okay, mir nach. Es wird bald dunkel und ich muss... Was, dich um einen Gefallen bitten? Komm schon, keine falsche Zurückhaltung. Hä, ich hab mir mal... Was hat denn das mit Scheiße zu tun? Habe ich mich verlesen oder stand da wirklich Scheiße? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, wir haben jetzt eine Machete. Was ist das hier in den Händen? Walkie-Talkie. Was gibt's hier oben? Oh, das sieht aus wie ein Werkzeugkasten, nehme ich mit. Ja. Also, irgendwo war da noch was. Verwende Machete und Büsche. Achso, damit kann man jetzt, ja, stimmt, genau, da war ja was.
Büsche abzuhacken. Er hat sich sein eigenes Bein amputiert, weil so ein Viech ihn da gebissen hat. Das ist auch übel. Wir haben schon wieder das nächste Survivor-Handbuch und das gucken wir uns an. Zombie, muss ja auch mal sein. Okay. So, ach ja, genau, der Typ hier hat jetzt hier irgendwas für mich noch. Ja, okay, also so laut der Plan, letzte Woche haben wir auf einem anderen Insel ein altes Wasserflugzeug gefunden. Es ist zwar beschädigt, aber wir können es reparieren und damit entkommen. Mit Booten, oh Leute, Andrew soll Benzin für das Flugzeug finden. Dieser Job fällt nun dir zu. Das Problem ist aber, dass die Nacht anbricht. Du musst wissen, es gibt da ein paar richtig üble Kreaturen, die nur nachts herumstreuen. Zusätzlich zu den anderen Monstern, diese teuflischen Biester sind verdammt aggressiv. Oh yeah. Sie greifen nur im Dunkeln an und verabscheuen das Licht. Was du dir wenigstens vom Vorteil machen kannst, ich gebe dir meine Taschenlampe, damit du das Dorf findest. Kannst du mir vorher hier noch ein Lagerfeuer. Boah, ja, ein Lagerfeuer anzünden oder sowas stand da irgendwie. Okay, wir zünden ihm mal ein Lagerfeuer an. Und dafür brauche ich irgendwie eine entsprechende Fähigkeit. Und dann muss ich mal gucken, wo sind die Fähigkeiten da. Genau, die muss ich lernen. Und nein, zurück. Ich will die schon behalten. Das passt schon. So, und jetzt zünde ich ihm mal ein Feuerchen an. So, hoho. Super, vielen Dank. Das sollte mir. Was, das sollte sie mir eigentlich vom Leib halten. Hier meine Taschenlampe, wie versprochen. Oh, jetzt habe ich das aus Versehen weggedrückt. Naja, egal. So, wir haben jetzt Taschenlampe. Und wir können uns hier noch ein Feuerchen mitnehmen. Für, wie kann ich die eigentlich anmachen? Mit Q, ne, war das. Muss ich aber nicht das Medikit benutzen und jetzt Q drücken. Hallo? Habe ich gesagt. Ach so. Geht nur Fackel oder Lampe? Okay, die brennen ganz schön gut. Ganz schön verkohlt, die Kollegen. So, da ist noch ein Handbuch. Das werden wir gleich mal öffnen. Okay, wir sollten also in der Nacht möglichst immer unsere Taschenlampe oder ein Feuerchen, also so einen Stock mit Feuer bereithalten, weil da halt so andere Kreaturen noch nachts rumrennen. Was haben wir hier? Wir haben einen Faden gefunden, sehr schön. Okay, man kann, ja okay, Büsche kann man ja auch abbrennen. Und einfach durchrennen. Und wir machen uns jetzt mal ein bisschen hier den Weg frei mit diesem. Oh, da war was. Das müssen wir mitnehmen. Ey, hier sind so viele Spieler gestorben, ne? Das ist Wahnsinn. Haben wir noch an Feuer. Weiß man nicht, wo müssen wir? Wir müssen da oben lang. Oh, scheiße, jetzt brenne ich mit. Oder? Nee, war bloß die Fackel. Okay, alles gut. Dachte jetzt schon, ich würde mitbrennen. Was bist du denn für ein schönes Tierchen? Ja, okay, der rennt weg. Ach, verdammt, falsche Richtung gezielt. Und dann versenken wir mit diese ganzen Kollegen.
Und boah, wie viele Leute sind hier einfach gestorben? Was ist das denn hier? Okay, krieg ich nicht auf. Leg dich wieder hin. Schlaf weiter. Okay, die könnte ich aber aufkriegen. Jo, geht auch. Was ist das? Ein Zieltrank. Okay, dafür braucht man irgendwie eine Blume und was anderes. Egal, gehen wir zurück. Rezepte frei, also Rezepte praktisch freigeschalten. Ich muss da rum oder da oben lang. Ich glaube, ich gehe oben lang. Gehen einfach hier oben lang und gucken mal, wie wir da oben weiterkommen. Weil wir sollen ja irgendwie nur das Benzinkanisterchen holen und dann in der Nacht wieder nach unten uns verdrücken. Und ich brenne erstmal alles schön ab. Ja, okay, drücke Mausrad auf, ab, um die Waffe zu... Boah! Man sollte nicht lesen, während man von Zombies belagert wird. Junge! Bitte, tu mir doch mal bitte den Gefallen. Ja, danke. Und geh einfach mal drauf. Warum hat er jetzt den Stock fallen lassen? Oder sie in dem Sinne? Da! Das ist hier so ein Vieh. Alter, wie sehen die denn aus? Total hässlich. Alter, komm her hier. Bitte verbrennen nächste Woche weiter. Es gibt hier eine Flasche und jede Menge Tote. Ein Medikit noch und noch eine Frucht, eine weiße. Den stecke ich auch mal an. Was ist da unten? Ein Rezept sieht jedenfalls so aus. Und ein Holzstab. Oh. Klassischer Pfeil. Okay. Was ist hier noch ein Rezept? Hölzerner Langbogen. Und noch ein Pfeil. Und noch ein Dingens. Und wir gucken uns mal die nächste Lektion an. Wirklich, wirklich, musste so ein Bild sein. Okay, wir sollen uns jetzt einen Bogen craften, anscheinend. Mal ganz kurz hier noch das Viehzeug platt machen. Ich öffne aber hier mal ganz kurz die Tür. Ach du Scheiße. Warum gibt mir jetzt hier so ein Alarmsignal? Na toll. Jetzt ist sozusagen... Okay, das Benzin haben wir jetzt, aber die Lampe ist weg. Jetzt muss ich hier mal mit der Machete ein bisschen rummetzeln. Oh, fuck. Alter. Kommen die jetzt alle her? Was ist denn hier los? Versammlung? Fehlt dir der Arm, wa? Und da stockt mir der Atem. Ist das jetzt fertig? Sind da immer noch welche drin? Oh. Ah, okay. Jetzt ist gut. Trinken. Wie sieht es eigentlich aus? Also wir haben nur momentan nur Gesundheit. Okay, wir müssen noch nicht so weit survivalen, dass wir Essen und sowas brauchen. Das kommt anscheinend erst später. Das ist schön. Jetzt müssen wir nochmal zu dem Typen da runter. Boah, Junge. Das ist ja übel. Ich warte. Stopp. Ich glaube, ich muss an der Stelle erstmal speichern. Da, wo willst du hin? Das sind hässliche Viecher. Denn nicht irgendwas erzählt, dass ein Lagerfeuer, die einem vom Hals hält.
Deswegen mache ich hier meins an. So, aber ich muss jetzt mal da hoch, um zu speichern. Und das hier war jetzt nur der Anfang. Und ich weiß halt nicht, wenn wir das ein bisschen mehr spielen wollen, oder wie kann ich das nicht speichern hier an der Stelle? Nein, ich kann es nicht speichern. Verdammt, wann wird es gespeichert? Ja, jedenfalls, wenn wir davon ein bisschen mehr spielen wollen oder auch nicht, dann ja, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Spiel haltet. Oder ob ihr es gut findet, ob es eine Möglichkeit wäre, das weiterzuspielen. Oder ist es doch nicht so euer Fall und ihr möchtet gerne irgendwas anderes sehen. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Weil dann würde ich das nämlich mit als Projekt aufnehmen. Zu Dead by Daylight und Chicken als drittes Projekt so ein bisschen mit so ein paar Folgen davon raushauen. Und ich warte ja immer noch auf Conan Exiles oder sowas hieß es. Das Spiel warte ich halt momentan. Und bis dahin muss ich mir ein bisschen die Zeit vertreiben. Und Virginia. Oh. Leute, haut da ab. Haut da ab. Ah, nein. Wir werden gleich gefressen. Da habe ich die dumme Befürchtung. Oder schaff ich's noch? Schaff's noch, bestimmt. Ich schaff's noch. Ich hab's irgendwie noch geschafft, aber bis jetzt hat das Spiel halt noch nicht gespeichert. Da unten ist der Mann, ist das Männlein. Da gehen wir nochmal hin. Und sollte auch treffen. Ich habe ja noch eine Heilwurzel und könnte mir, glaube ich, auch noch ein bisschen was craften. Stopp mal. Muss ich mal ganz kurz machen, zusammenfügen, das und das. So, und das benutzen. So, jetzt sind wir erstmal wieder ordentlich geheilt. Jetzt gehen wir zu dem Männlein da runter. Oh, Triple Kill, Alter. Nicht schlecht. Hat nächstes Mal nicht mal was dabei. So, ich hoffe, das Spiel wird jetzt gleich hier gespeichert. Ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. So, gut gemacht. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass du überlebst. Bin aber froh, dass ich mich geirrt habe, Amigo. Dieser Benzinkanister, irgendwas. Punkt. So, verdammt. Das könnte auch ein Überlebender sein. Sieh nach, wer es ist. Ich mache das Boot startklar, damit wir zum Wasserflugzeug kommen. Keine Sorge, du bist wieder... Was war jetzt, bis irgendwann zurückkommen und so weiter. Glückwunsch, Mission abgeschlossen. Jetzt müsste er, glaube ich, speichern, so wie das aussieht da oben in der Ecke. Ja, da stand speichern. Okay, hier an der Stelle haben wir gespeichert. Und dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.